Ah nee, passt so. Okay. Ja. Es ist bald dunkel. Schauen wir mal, was wir da an Zäunen haben. Ein paar mehr dürften es jetzt schon sein. Wir machen das jetzt ja nur zweigleisig sozusagen. Und das mit den Zäunen. Oh ja, aber 25 und hier 23, da fällt was an hier. Wir brauchen den Zaun nur da oben zumindest erstmal. Ja, okay, dann muss ich da erstmal auch nicht so viele produzieren. Aber das kann ruhig mal... Ja, das soll mal weiterlaufen. Ja, ja, doch. Okay. Ist in Ordnung. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück und setzen mal die Zäune dahin. Da unten ist es sowieso dunkel. Also von Tageslicht her meine ich jetzt. Deswegen ist es egal, ob es hier Nacht ist oder nicht. So, da habe ich ja alles gemacht. Genau, wir müssen jetzt nur die Zäune setzen. Noch haben wir genug. Na, ob es wohl reicht? Nö, glaube ich nicht. Nein, es reicht nicht. Oder ist einer zu viel gesetzt? Ah, okay, dann mache ich dann eben wieder weg. Ah nee, der ist zu hoch. Wie ging das denn? Hm, komisch. Naja, gut. Ja, was machen wir denn hier an der Rückwand hier? Da würde ich gerne... Ich glaube, ich würde doch erst gerne den Zaun fertig machen. Aber hier in der Mitte soll ein Streifen, soll ein Farbe... Aber in der Mitte... Nee, den machen wir besser oben. Die obige Reihe hier weg. Und da setzen wir was Farbiges hin. Irgendwas Auffälliges, zum Beispiel Rot oder so. Also mit Ton dann. Und in der Mitte, da setzen wir Glühsteine hin, statt der Fackeln. Die werden dann in die Mauer eingelassen. Und da unten, das kommt auch weg hier. Das da... Jetzt habe ich natürlich keinen Glattstein da. Ja, okay, gut. Das wird dann mit Glattstein voll gemacht. Und dann haben wir es da oben auch eigentlich ganz schön. In der Decke natürlich auch noch. Ja, genau. Und dann haben wir das da oben hier auch fertig. Bis mir was Neues einfällt, aber das passt erstmal so. Ja, gut, ein Stück haben wir noch. Und da, ja, da lasse ich eben nochmal auf. Ich weiß noch nicht, was ich da mache. So, damit ich was sehe, erstmal jetzt hier noch eine Fackel hin. Ja, okay, machen wir das so. Gehen wir mal ab ins Lager hier. Roten Ton holen. Ja, ist nicht so viel da, aber immerhin etwas. Haben wir ein bisschen Kohle, die schmeiße ich mal damit rein. Oh ja, zwischendurch ein Schluck Tee. Immer wieder gut. Glattstein brauche ich noch zum Ausfüllen. Gut, mit dem Ton nehmen wir es mal so weit, wie wir das haben. Wie sieht es denn aus mit Glühstein? Also so eine Lampe fände ich aber eigentlich auch ganz gut. Wo haben wir denn Lampen beim Technikzeug ändern? Hier, da, solche Lampen. Müssen wir eben welche bauen und dahinter dann mit einer Fackel versehen. Wir probieren das mal aus hier. Nehmen wir das mal mit? Ja, okay, gut. Dann erstmal wieder zurück. Ja, genau, hier oben hin, richtig. Ja, hier fange ich dann mal an. Also die Dings sollen dann aber schon in regelmäßigen Abständen sein, die diese Lampen eben. So, können wir gleich mal ausprobieren hier. Ah ne, da nicht. Machen wir ein bisschen Abstand hier und dann dahin. So, jetzt brauchen wir einen Dingsbums hier, Rotsteinfackel. Ah, okay, leuchtet er doch. Dachte mir schon, die leuchtet jetzt nicht, was ist da los?
Doch, das sieht gut aus. Ja, so will ich das gerne haben. Müssen wir eben noch mehr herstellen. Ja, dann werden wir beim nächsten Mal eben auch noch für Ton sorgen müssen. Das muss ich auch mal abseits der Aufnahme machen, also für Unmengen an Ton sorgen, weil ich doch immer wieder Ton brauche. Einfärben kann man ja dann immer noch in der Aufnahme machen, aber na, einfach mal den gebrannten Ton da zu haben, das ist dann eben die Sache. So, noch zwei Stück hier. Dafür habe ich mir jetzt eben auch diese hier mitgebracht. Ah ne, da oben, ja doch, da, ja, ist egal. So, da wird natürlich dann irgendwann wieder eine Lücke reingeschlagen, aber ich will das Wasser aufhören. Ich will, dass das Wasser aufhört zu fließen, ne? Ne, kommt da vorbei. Kommt das da raus? Was sieht so aus? Ah, da vorne ist auch noch was. Okay. Gut. Da hat das schon mal aufgehört. Okay. Und da hinten ist nichts mehr. Ah, sehr gut. Okay. Dann setze ich da nochmal eine Fackel hin. Und dann wird hier zugemauert. Bis dann wieder aufgemacht wird. So, ja, okay, mehr haben wir. Auch doch, da ist noch was Rotes. Okay, sehr gut. Dann könnte die Zäune so lange noch hergestellt werden. Obwohl es mir lieber wäre, wenn ich hier jetzt einen Zaun hätte. Naja, aber so kann ich das machen hier. So, genau. Gut, da ging jetzt die Fackel mit weg, was ich eigentlich vermeiden wollte, aber naja, egal. So, einfach mal so weiter. Den Überschuss wieder wegmachen dann. Ist jetzt eben viel Routinearbeit hier, aber naja, gut, ne? Ist eben so. Gut, da habe ich auch was hingesetzt. Komischerweise. Ja, die zwei noch hier. Und die Spitzhacke ist auch bald durch. Okay, dann zurück zum Experimentierlager. Dann holen wir mal ein paar Zäune. Ne, da raus. Oh, es ist Nacht. Ja, ist mir egal. Jetzt gehe ich nachts raus. Und mir war gerade so, als hätte ich da so einen Dingsbums gehört. Oh, da kommt was. Er ist aber nur ein Zombie. Okay, kein Creeper. Ja, die Zäune haben wir gerade nicht. Haben wir denn? Ja, Wind haben wir. Nicht so viel, aber immerhin. Wir haben Wind. So, höre ich das jetzt immer noch? Nö, das war eine Spinne. Wahrscheinlich kann ich mich jetzt gar nicht hinlegen, weil der Monster in der Nähe sind. Nö, doch, es geht. Okay. Ja, was soll ich eigentlich noch hier? Ich kann ja wieder zurückgehen. Zur U-Bahn-Aussicht. Dann machen wir das da fertig. Die Zäune auf der einen Seite. Wir haben ja dann noch ein bisschen Zeit. Da könnten wir dann noch ein bisschen in die andere Richtung was machen. Was ist denn da hier? Ach ja, genau, wegen der Kohle. Da war ja Kohle drin. Deswegen. Da muss auch was weg hier. Da ist Eisen. Eisenerz. Das mache ich jetzt auch weg. Jetzt, wenn ich schon dabei bin. So, und in der Decke müssen wir ja auch noch was machen. Ne, Moment, ich brauche die Zäune. Das reicht jetzt immer noch nicht, oder? Das reicht nicht. Ach, naja, gut. So, einer dahin, einer dahin.
jetzt reicht das nicht. Ach, wegen zwei Zäune, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich noch gewartet. Aber egal. So, dann müssen wir jetzt eben nochmal eben hin. Ja, Zeit haben wir noch ein bisschen. Ne, da muss ich raus. Hier. So, also wir werden jetzt zwei Zäune noch da haben. Was ist das denn? Ach, da! Ich dachte mir, da ist doch so das Ende von dem Bogen irgendwie da. So, jetzt nicht mehr. Dann gleich wieder zurück und die letzten Zäune da hingesetzt, damit das Ende da mal fertig ist. Und dann, ja, Da könnten wir ja eigentlich auch gleich hier für die Dings dann sorgen. Für die Lampen. So. Bisschen Platz habe ich da noch im Inventar. Ja, gut, okay, da unten will ich jetzt erstmal nicht weitermachen. Also und wenn, dann ja sowieso dann dort drüben. Aber das ein andermal. Jetzt haben wir nicht mehr allzu lange Zeit. Ja, ein paar Minuten noch. Dann gehen wir doch mal ins Inventar. Oh, Mann, die Decke. Ja, hier, genau. Nicht ins Inventar, ins Lager, meine ich. Ah, das sieht gut aus. Von der Seite hier. Ach ja, ich kann aber auch schon mal hier den Boden hier machen. Genau, das könnten wir auch machen. Zumal ich ja dafür... Oder? Doch, dafür habe ich Material da. So, wann gibt jetzt die Spitzhacke den Geist auf? Das dürfte doch auch gleich sein. Hä? Nein, nicht darunter fallen. So, machen wir erst... erstmal das hier. Noch... Noch einmal. Einmal kann ich damit noch zuhauen. Ah ja, okay. Dann haben wir das hier schon. So, hier kann ich das auch direkt mit durchziehen. Jetzt ist sie kaputt. Und da ist sie neu. Okay. Ja, und das lassen wir einfach so. Gut. Dann machen wir die hier weg. Nicht den Zaun kaputt machen. Ja, da ging gerade die Fackel noch mit weg. So, das ist gar nicht so viel jetzt hier. Ich will aber da nochmal eine Fackel hinhaben hier. So, am besten auch nochmal da eine. Um die Lampen kümmern wir uns ja beim nächsten Mal dann. So, okay, dann haben wir das da auch mal. Soweit wie das eben, ja, jetzt ist hier. Ach doch, ich kann aber da drüben noch was machen. Hier, das da. Das hier mal eben weg. Und dahin, so. Genau, und jetzt kann ich hier, Moment. So. Und wenn ich jetzt hier nachher weitermachen will, also oder nachher oder eben irgendwann dann demnächst, kann ich das auf diese Weise machen. So. Und das geht dann ja eben so von alleine weg, dann, wenn ich da dran gehe. Das muss mit Glattstein voll gemacht werden. Die Spinnwebe kann da bleiben. So. Ja, gut. Dann lasse ich das erstmal so. Wie spät haben wir es jetzt? Oh ja, okay. Es ist Zeit, Schluss zu machen. Dann, okay, dann machen wir jetzt Schluss. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal nach unten. Und leere das Inventar aus. Denn beim nächsten Mal, in der nächsten Aufnahme, will ich ja wieder draußen sein.
Wahrscheinlich wird sich das jetzt so einbürgern, dass wir eine Aufnahme lang drin sind, eine Aufnahme lang draußen sind. Sound kommt auch mal damit hin, ja. Ah ja, und der Ton. Genau, und ich werde dann in der Zwischenzeit für Tonnachschub sorgen. Ja, das ist sinnvoll. Da ist jetzt Schienenzeug drin. Ja, okay. Jetzt hau ich das da mit rein. Oder, nee. Komm, wir haben damit Stein zu tun. Dann kommt das da mit rein. Der Rest kommt... Ah, die Spitzhacke, ist die jetzt komplett kaputt hier? Ja. Die ist gar nicht mehr im Inventar, oder? Hier? Nee. Die ist komplett restlos... kaputt. Ja, okay. Dann bringe ich das nochmal weg ins Lager. So. Moment mal, hier. Ja, ja. Hier ist meine tolle Mausunterlage. Macht mir wieder einen Strich durch die Rechnung. So, das räume ich gleich alles weg. Dann ist das auch erledigt, gleich nach der Aufnahme. Und ich will dann für Ton sorgen, dass wir gebrannten Ton da haben. Ja. Und damit stelle ich mich mal wieder dahin, verabschiede ich mich von euch, liebe Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.